So, dann machen wir mal weiter. Irgendwo hin, wo es auch Lava gibt. Moin. Hi, hast mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich bin schon so seit 3 Minuten drin, also im Sprachchat. Das hast du einfach gerade nicht mitbekommen. Weißt du? Ach, Ich du bin. bist gerade wieder online. Ja, ich habe gerade wieder angemacht. Ja, ich habe gerade die Meldung bekommen. Hatte gerade Lust gehabt, das weiter zu machen. Ich bin gerade wieder in der Höhle. Ich bin gestern eben noch mal kurz rumgeflogen, wo oft war, hab mir eine Höhle gesucht. Oh. Jo, aber ich mache heute halt nicht so lange. Die ganze Woche war ich ja relativ Okay, jetzt mein lange Minecraft ist online. gerade abgestürzt. Ich mal Ja, gucken. moin. Komisch. Egal, Ja, schlaf also jetzt mal. ich glaube, ich mache heute nur bis 21 oder 22 Uhr, also Ist ja nicht mehr egal so wie lange. lange. Hauptsache man hat ein bisschen Spaß. Ja, morgen habe ich halt Schule. Klar. Auf was für einer Schule bist du denn? Auf einer Regelschule. Ich meine jetzt, was für eine Real-, Gesamt- oder Gymnasium oder was bist du? Ich bin real. War ich früher auch gewesen. Oh, echt? Und was hast du vor? Ich meine, wenn du jetzt, hast du schon irgendwie Pläne, was du machen willst? Ja, das habe ich tatsächlich. Also einmal, also ich entweder mache ich nach der 10. mache ich mein Abi nach, kommt drauf an, wie das ist. Und wenn dann will ich später mal so Mikrotechniker werden. Meinst du im PC-Bereich oder Medizin oder ist das Wo warst du im PC-Bereich? PC? Ich habe früher auch Informatik gelernt, habe aber dann eine Klasse gehabt, wo bei mir viele Ausländer waren, weil es war gerade neu gewesen, der Informatik-Ausbildungsberuf. Da die wollten eigentlich nur 3 Klassen haben, haben dann aber 4 gemacht. Weil ja das wussten, wie es da ankommt und wie viel schaffen und so. Und dann bin ich in eine Klasse gekommen, damals, wo fast nur Ausländer drin waren und die haben eine Scheiße gebaut. Die Lehrer verarscht und die Be Oh, ich stürze wieder ab, mein Gott. Meine Maus geht nicht. Oh, ist wieder abgestürzt. Was ist denn los heute mit Minecraft? Ich bin noch, also jetzt Ja, aber der ich habe meine. gesehen, dass du dazu gekommen bist, aber. Warum stürzt Minecraft heute ab? Keine Ahnung. Ich habe eben mal so 15 Minuten mal angemacht, mal was geguckt. Da hat es funktioniert. Ich habe mal wieder neu hochgefahren. Es war seltsam. Okay, er lädt jetzt wieder. Kannst wieder beikommen, aber heute ist der Wurm drin bei Minecraft. Oder, ne, kann auch nicht sein. Eben ist ein bisschen was Kies von der Decke gefallen, aber der Absturz kam ja erst später. Ja, So. ich starte gerade mein Minecraft auch gerade mal neu. Seltsam, also das ist schon mehr als komisch.
Naja, und dann haben die Schüler die so vergraute Lehrer beklaut und Klassenbuch weggenommen und alles Mögliche. Und dann bin ich natürlich einer der wenigen gewesen, der weitergekommen ist in die nächste Klasse. Die anderen sind dann halt alle haben aufgehört. Sitzen geblieben. Und ja, und dann haben die Lehrer aber immer noch gemerkt, dass die Schüler, die dann da neu dazu kamen, haben die Lehrer die restlichen Schüler auch noch vergraut. Haben die auch immer schlechte Noten gegeben oder haben in Klassenarbeit geschrieben worden, haben die dann die anders bewertet wie die anderen Schüler. Und dann haben die dann auch immer als Ausrede genommen, Du kannst jetzt auch übrigens wieder fliegen. ja, dass die anderen dann bessere Noten kriegen wie wir. Und dann haben wir die Frage zwar richtig beantwortet, da meinten die dann immer als Ausrede, nö, so war die Frage nicht gemeint, er wollte jetzt doch das und das wissen oder so. Da haben dann eine schlechte Note aufgrund dessen gegeben. Und solche Sachen dann irgendwann mal im letzten Jahr oder so haben die mich dann gedrängt, auch die Schule zu verlassen. Halt, ne? Ja, ich war fast der Einzige noch gewesen, der von der alten Noch Klasse Not. noch da war, und die anderen sind alles schon freiwillig gegangen, und so, weil die dann von den Lehrern schikaniert wurden. Und dann, ups, bin ich schon mal ein tiefes Loch gefahren. Ja, auf jeden Fall habe ich dann eben auch keine Lust mehr gehabt. Da haben die dann, da war ich zufällig an dem Tag krank, wo die Zeugnisse verteilt haben. Das haben wir natürlich extra gemacht, die haben so lange gewartet, bis zum Zeugnis, bis schon halt mal nicht da war oder so irgendwie. Dann haben wir die Zeugnisse verteilt, da habe ich schon keine Zeugnisse mehr gekriegt. Da habe ich mal nachgefragt, ja, wo ist denn das Zeugnis? Am nächsten Tag, wo ich dann doch wieder da war, ja, die haben wir gestern verteilt. Da haben wir einen anderen Schüler mitgegeben, so als Ausrede halt. Ne? Wir haben die nicht mehr. Aber er konnte auch nicht sagen, wer mitgebracht hat. Alle gefragt in der Klasse, keiner hatte die oder sowas in der Art. Oh Und ja, das kenne dann habe ich gesagt, so, ja, ich wollte ein neues Zeugnis haben, du kriegst keinen. Das ist so, er sollte sich besser die Schule verlassen. Habe ich schon gedacht, ja komm, scheiß drauf. Habe schon auch aufgehört da. Im letzten Jahr halt noch. War er doch ein bisschen beschissen gewesen. Ich habe auch nie was gehabt mit den Lehrern, nie was gemacht mit denen. Aber war halt dann so, weißt du, ich war in der Klasse und die hat das zusammengehalten und so. Und ja, dann haben die halt dann das mit als Grund genommen halt. Ne? Und dann. Gell, für unser Lager, gell, da habe ich jetzt einen Trick gefunden. Also es gibt ja noch, also unter die Items zählen ja auch die Köpfe, gell. Wie? Ich weiß, Wie? wie man an Köp also wie man an Creeper-Köpfe und sowas rankommt. Mit dem Blitz, ne? Also ja, mit dem, das halt, ja, Dreizack ich. und Blitz und dann explodieren lassen, dann alles, was dann explodiert beim Creeper, dann spawnen die anderen so 100% Rate, die Items. Das weiß ich halt. Kennst du noch einen anderen? Es wäre, sage ich, der gleiche gewesen. Okay. Ja, das Gute ist halt, man muss halt irgendwie ein Portal bauen bei der Netherfestung, das dann wieder zur Obererde geht und dann da schon mal den Creeper mit dem Blitz vorbereiten, wenn es schlecht Wetter ist. Und dann halt dann da den Creeper gefangen halten und dann halt die Skelett, die hat dann den Wither Skelett Shell halt droppen können, dann halt dann durch das Portal dahin lotsen und dann mit Ich habe dem. einen Enderman, ich habe einen Enderman. Cool, so macht den weg. Ja, Moiti. Digga, wo bist du? Guck mal noch Hoffentlich Meter. schraubt da was, ob wir das ernst suchen können. Komm her. Der Enderman. Ich bin hier gerade ziemlich viel am Eisen finden. Also ich gehe alle paar Ja, Meter also. und dann habe ich voll viel Eisen. Ich werde auch heute nicht 1000 schaffen. Also ich werde wahrscheinlich heute nur so 500 oder so machen. Das ist nicht Ja, mal ganz so gucken. viel. Alter, Ich habe nicht. 4 Enderperlen. Ich habe 4 Enderperlen bekommen. Okay, gut. Hast du Vier. mich? Ach, das Fliegen für alle gemacht. Gut. Weil ich hatte das auch noch nicht reingemacht. Habe ich gemerkt. Aber ist wirklich viel Eisen. Haben wir die Eisensporn
erhöht, Spawnrate. Also es ist wirklich gerade irre. Das ist das Biom, also in dem Biom, wo wir sind, also das ist ja Sand plus Akazie, das ist die Eisen-Spawn-Rate erhöht. Also da findest du halt mehr Eisen, so wie im Mesa-Biom du mehr Gold findest. Ach so, okay. Ja, Netherbiom, Gold soll ja jetzt erst kommen, ne? Mit dem neuen Update. Das weiß ich nicht. Also im Nether gab es da kein Gold bis jetzt. Und jetzt soll halt mit dem Update eventuell auch Gold eingeführt werden. Habe ich gesehen, das Video habe ich gerade eben hochgeladen bei Discord. Hast du vielleicht gesehen? Nee, noch nicht. Ja, habe ich eben erst gemacht vor 10 Minuten. Also ich habe einen Korallenriff gefunden für das Lager. Ich habe. Ja, okay, ist auch gut. Korallen können wir dann auch noch abbauen. Ich hab schon viele Korallen abgebaut. Die Sachen liegen alle bei dem Kollegen. Eine Doppelkiste voll. Oder zwei fast mit den. Aber man kann die für uns auch noch mal abbauen. Weil die wird der Kollege wahrscheinlich dann auch wieder benutzen und hinbauen. Ich bin voll die große Höhle, wo ich gerade bin. Ah, da unten ist Lava. Gut. Ich habe noch gecheatete Items bei mir. Die wollte ich eigentlich in Lava reintun. Deshalb bin ich hier gerade versuche nach Lava. Aber ich habe sie gefunden. Aber unsere Wollefarm funktioniert ziemlich gut. Okay, dann Also sind. gestern, wo du noch gezockt hast, wir haben jetzt über 3,5 Stacks Cool. Wolle. Ja, das ist echt gut. Da müssen wir als später müssen wir eine Wollfarm bauen. Über dem Zentrallager einfach eine Ebene oben drüber, wo wir halt dann Schafe reintun. Bei jeder Wollefarm zwei Schafe mit jeder Farbe halt, ne? Weil die Wolle einfärben ist teurer, als wenn man die Schafe direkt färben und dann. Okay, 32 Tonnen Rüstung weg, geschmissen. 32.000 manch. Jetzt hat er mir Grasblock gegeben mit 32.000 Tonnen. 32.000 Peinigungen und 32.000 Rückstoß. Oh Mann. Rückschluss ist bestimmt Glück. 32.000 Plünderung. Ich glaube, wenn man damit einen Enderman kaputt macht, dann kriegst du alle Perlen der Welt, bis dein Inventar voll ist. Wenn du mit dem Glas, mit dem Grasblock dann den Macht kaputt machen würdest. Und Nemesis der Gliederfüße, 32.000. Na super. Ist alles Ich habe gerade hier mit. gerade am Land, ich habe gerade hier am Land ein Schiffswrack gefunden. Am Land? Okay. Ja. Cool. Und was Gutes drin in den Kisten? War das so? Ich guck gerade die Kiste. Ich habe eine Schatzkarte. Ja, gut. Bei meinem Kumpel, da haben wir auch noch ein paar Schatzkarten, die wir noch nicht gemacht haben. Was ich halt komisch finde, ist, hier sind Blumen in der Höhle. Ich frag mich nur, wie die da hinkommen. Was ich mich eher fragen würde, wäre, was zur Hölle Blumen unterirdisch machen. Ja. Okay, das So sind hab halt die, ich hab mir, ich hab auch. hin und wieder mal sind da halt Erdblöcke und dann sind da immer Blumen drauf, also auch irgendwie. So, ich hab die Schatztruhe gefunden. War jetzt nicht so was Geiles. Also ich habe jetzt ein Herz des Meeres. Das Okay. könnten wir noch. Oh mein Gott, wir müssen noch mal zum für so ein Unterwassermonument. Da dann Dings ja diese Glocke abbauen und dann das Herz, das mir endlich lang unter Wasser atmen kann. Ja, zum Abbauen brauchen wir das Herz für Unterwasser. Ach so, und dann habe ich noch ein bisschen Kettenrüstung gefunden. Wieder ein Dreckseisbiom, also hier, wo dieses ganze Eis ist. Digga, man findet das mittlerweile ziemlich häufig. Eigentlich bin ich auf Höhen- oder Schluchtsuche, aber ich finde nicht mal Festland. Alles klar. Ja, das mit dem Unterwasser ist schon gut, Unterwasserappen. Weil ich wollte vielleicht auch später mal einen Unterwasserpalast bauen. Da kann man ja so ein Monument wasserfrei machen. Und dann da eine Guardian Farm. Ich glaube, Guardian hießen die Fische, ne? Ja. Eine Guardian Farm reinbauen. Das dann halt. Das wäre natürlich auch ziemlich krass. Eine Guardian Farm.
können auch rein theoretisch auch eine Trident Farm, also so eine Dreizack Farm bauen. Dreizacke haben wir doch ganz viele. Und bei mir, unserem Biom, am Wasser. Da kommt die relativ viel, also die Dreizacke. Aber was wir brauchen, ist eine Goldfarm und eine Eisenfarm. Ich kann eine Overworld Goldfarm bauen, also dass wir gar kein Dings brauchen, also dass wir uns gar nicht ins Nether über die Plattform oben drüber backen müssen. Ja, müssen wir mal gucken. Oh, ich habe Schildkröten gefunden. Ja, aber die Eier, da gab es Bugs im linken Eier. Die paaren sich zwar, geben die Erfahrung, aber kriegen keine Eier. Also bei mir zumindest, wo ich das getestet habe. Weil ich musste mir dann ein Spawn-Ei geben, nachdem ich halt einen halben Tag getestet habe, um auf allen Wege irgendwie auf natürliche Weise Eier zu kriegen. Hat dann irgendwie alles nicht hingehauen. Hab dann Ja, du mir. musst die halt erst, musst die ja füttern und die kehren ja dann zu ihrer Ja, das weiß ich. Geburtsform zurück. Manche Schildkröten sind ja ewig lang rumgelaufen und sind dann unterwegs eingefroren, haben nichts mehr gemacht. Ja. Und andere, haben dann gar nichts mehr gemacht. Also die sind dann, haben nicht gepaart. Und dann sind auch viele despawned immer, wenn die zum Ei gelaufen sind oder so. Da kam da auch gar nichts mehr. Habe ich auch gedacht, ey, so eine Scheiße. Ich habe einen halben Tag hab ich mich echt zum Affen gemacht, da irgendwie mal einen Schildkrötenhelm zu kriegen. Ich wollte einen Schildkrötenhelm haben. Das war halt mein erstes Rüstungsteil, der Schildkrötenhelm gewesen. Und ja, irgendwann habe ich schon gedacht, Scheiß drauf, ich gib's auf. Habe dann mir ein Spawn-Ei genommen und habe mir dann das Glasgebäude da am Dorf gebaut, wo ich dann halt dann auch so ein Pool innen drin reingebaut habe, wo man halt zumachen kann. Und dann habe ich halt dann da die Schildkröten ausgebrütet und dann habe ich die Panzer bekommen. Ja, und so habe ich dann jetzt halt den Helm von den Schildkrötenhelm. Also da ich jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, bei Schildkröten. Ob ich einfach gerade kein Festland finde. Ich fliege hier schon circa 2000 Blöcke lang und finde kein Festland. Ja, das kann. Okay, Wassereimer. Ach, da ist er. Ich dachte schon, der wäre nicht dabei. Was hab ich hier wieder einen riesen Lava? Warten. Wasser. Ich habe den Lavafluss verändert gerade und dann ist er jetzt auf mich zugeflossen, schon auf die andere Seite, wo er vorher war. Ah ja. Ah, hier ist ganz viel Höhlen, hier kannst du dich rum austoben. Hier sind viele Höhlen und viel. Au, ich brenne. Also. Kies. Gold. Ja, bau alles ab, was du findest. Ich brauche halt irgendwie jetzt irgendwelche Erze, weil ich habe Glück 2 dabei. So eine Spitzhacke mit Glück 2. Und jetzt ist die Lava weg, jetzt ist es wieder dunkel. Gut. Tisch, das ist cool. Das war Tisch. Gut. Jetzt so ein gefunden. Ich hab dir. Dias? Soll ich zu dir kommen? Nein, ich habe ja auch Club 2. Alles gut. Glück 2? Okay, gut. Glück 2, ja, passt. Habe jetzt 6 Dias. Ja, das ist gut. Oh. Hä? Oh, da war ein Was denn? Zombie. Noch einer? Ach, der schießt auf mich.
deswegen. Weil hier ist auch ein riesen, ist echt riesengroß, die Höhlen hier. Hier unten. Da habe ich echt eine gute Höhle gefunden. Ne? Ja, und dir ist also ja. Noch mehr dir aus. Was aus? Habe jetzt 11 Dias insgesamt. Oh nein, ey, es kann doch nicht sein hier. Da hat mich einer Was ist das? angeschossen und dann in die Lava ge. Ey, wo ist denn der jetzt wieder hin? Ich sehe den nicht. Oh Gott, ich habe gerade Eisen abgebaut und dann ist die Lava zu mir geflossen und Ach, da jetzt. oben. Ah. Die Höhle ist ja hoch, ne? Und von da. Ja, die geht an manchen Stellen ziemlich hoch. Ich schieße den. Alter, ich glaube, meine Rüstung ist jetzt. Ich sterbe. Shit. Ich wundere mich, warum das Schild nicht hochgeht. Ich drücke die ganze Zeit die verkehrte Taste. Ey, noch einer. Ey, wie viele gibt's denn hier noch? Da oben. Irgendwie da oben. Achso, ich Ach, kann ja. dann ist da oben. Da ist, ja, hier oben ist ein Spawner, definitiv, Digga. Ich Mag wundere ich mich die nicht ganze wetten. Zeit, warum werde ich hier erlaufenden Band beschossen? Ja, hier oben ist ein Spawner. Wollte gerade sagen, ey, krass. Mach mal schön Fackel hin und dann ist gut. Oh, grad keiner. Ich hab einen hier. Warum hast du weggemacht? Oh. Wir haben doch eh neben der Dings. Neben der. Ja, das passt, ja, man kann hier Neben dem trotzdem was. Lager eh schon ein Skelett. Brauchen wir den hier Oh, nicht. eine goldene Rüstung vom Pferd war hier drin. Achso, das habe ich jetzt gerade gar nicht mehr richtig angeguckt. Sattel brauchen wir eh nicht. Was war eigentlich die Skelettpferde her? Welches Skelett? Das ist doch Skelettpferde bei dir in der Ach Base. so, so, die, das war noch viel mehr gewesen, sind wieder ein paar despawned. Blitzanschlag. Ein Blitzanschlag. Wenn Blitzanschlag kommt, dann spawnen auf Skelettpferde hin und wieder mal. Mit im Skelettreiter drauf. Und dann kann die halt dann da auch benutzen halt, ne? Also jetzt die Reiter töten, dann gehören die Pferde dir. Das kommt hier rein. Das. Digga, bei mir regnet einfach, Digga. Ich hab gar keinen Bock mehr. Was gab's heute bei dir zum Abendbrot? Ich habe eben noch von gestern Abend, noch hab ich in der Nacht habe ich mir noch Spätzle gemacht, habe ich eben noch ein paar gegessen. Boah, Spätzle sind schon geil. Esse ich persönlich ziemlich gerne. Spätzle mit Soße und Parmesan drüber. Och, Digga, geil. Jetzt habe ich Hunger. Weil ich habe bisher noch nichts gegessen. Noch nix? Oh. Gut, dann gehe ich mal weiter. Digga, ist die Höhle groß, Digga? Die ist Silber. wirklich riesig groß. Riesen ist die. Wirklich, also das ist eine der größten Höhlen hier. Ich bin aber so viel. Ich sehe überall, wo Fackeln habt, dann weiß der, da war schon einer. Oh, wieder Dias gefunden. Warte mal ganz kurz, meine Mutter hat mich noch kurz gerufen. Warte, ich Ja, bin ja. gleich wieder, okay? Ja. Komm mal!
Ja. So, ich bin wieder Gut. Und da. Oh Gott. ich hab grad gesehen, unter einem Wasserfluss war auch gerade viel Eisen. Übersieht man schnell mal. Man Ja, das drüber. übersieht man halt übelst. Warum finde ich gerade so überabnormal viel Lapis, Digga? Ist doch gut. Ja, aber Lapis brauchen wir ja gar nicht. Ja, wenn Aber man. dann ist unser Lager voller. Ja. Ich tue auch gerade noch Kohle mit abbauen. Okay, später müssen wir auch Ja, wieder Fackeln ich bauen. mach das halt alles mit einer Glück. Ich baue das halt alles mit Glück 2 ab. Ja gut, ich baue alles mit Behutsamkeit ab. Ich baue alles ohne. Bei Glück hacke nehme ich nur, wenn ich sie wirklich brauche. Boah, bei mir ist, die kann man ja easy reparieren. Ja, ich kann dir sagen, warum ich die Behutsamkeit nehme. Ich nur. Weil du hast ja gerade selbst gesagt, wenn du mit Glück abbaust, dann bekommst du ja mehr Items. Wenn du mehr Items bekommst, dann ist dein Inventar schneller voll. Weil ich das aber alles in Rohblöcken mache, die Erze und alles, Kann ja dann oben noch mal mit Glück abbauen. ja genau, und dann habe ich oben auch direkt die Kisten, da kann man dann halt mehr, wenn man mehr bekommt, kann man die halt dann. Das ist klug, das ist wirklich klug. Deswegen, weil das Inventar ist ja halt begrenzt, deswegen mache ich alles mit Behutsamkeit Oh, und bei ich Bedarf freue dann mich halt schon. extra mit. Oh, ich freue mich schon, wenn wir dann Schalker-Boxen haben. Ja, ich auch. Schalterboxen sind echt das A und O hier. Ja, wir müssen aber erstmal noch ins Nether. Warum netter? Weil wir brauchen die Nether-Festung, um an hier, hier an diese Stäbe von den Viechern Also ranzukommen. braucht man die Stäbe, Ja. um die Kugel zu kraften, dass wir dann. Um die Enderaugen zu bauen. Noch mehr Ach Dios. so, Enderaugen brauchen die Stäbe. Okay, wusste ich nicht. Aber die Stäbe gibt es doch im End und nicht im Nether. Wir brauchen diese von den Loren, diese Ach Lorenstäbe brauchen so, wir, die um. meinst du? Okay, ja, Ja, da das. brauchen wir das, den Staub und den Staub kriegen wir dann halt Ja, okay, nur das im. stimmt, das stimmt. Ich habe die auch noch nicht so Oder. aufgebaut. Ja, oh, bin gerade erstmal direkt am Dorfbewohner zum Weltraum vorbeigeflogen. Ich werde hier gerade schon wieder von Zombies. Ach Gott, 3 Zombies sogar. Gar keinen Bock mehr. 4. Ist hier schon wieder ein Spawner, Alter. Wie viele Spawner wir hier schon gefunden haben in der Welt. Viele. Ist schon krass. Oh, schon wieder. Ja, hier ist Spawner, ja, nee, ist klar.
Ich habe 26 Diamanten. Ja, ist doch gut. Da fehlen doch die Zauberbücher, ne? Digga, hier ist einfach ein Baby-Zombie, der auf einen normalen Zombie reitet. Die Wahrscheinlichkeit darauf, so einen zu finden, liegt gleich bei, glaube ich, 0,5%. Ja, ist nicht viel. Das ist fast gar nichts. Warum finde ich, also no joke, ich habe mehr Diamanten als Eisen. Das ist selten. Das ist echt selten. Also das hat man so fast nie, dass du mehr Dias hast als Eisen. Aber ist geil, da haben wir erst, kann ich mir meine Schuhe für meine Rüstung bauen, da habe ich wohl Dias. Aber ja gut, ich meine, ohne Reparaturbücher finde ich selber, bringt die ja nicht allzu viel. Ja, ich habe halt noch keine Reparatur drauf. Das ist Naja, mein die muss man ja Problem. erstmal. Deswegen habe ich schon früher am Anfang viel geangelt, damit ich dann halt hin und wieder da mal Angelbücher kriege, wo Reparatur drauf ist. Und so habe ich halt dann meine Reparaturen bekommen. Hier musst du gar nicht mehr farmen. Ich habe hier schon alles soweit erkundet und abgefarmt. Also außer maximal vielleicht ein bisschen Redstone und bisschen Eisen und Kohle findest du hier gar nichts. Wenn du Essen brauchst, sag nur, ich habe noch achtundvierzig Fleisch. Ich hab auch 30 Flaschen. Ach so. 30 Steaks. Es ist so riesig hier. Echt, die Höhle ist Wahnsinn. Sieht man selten sowas. Die ist so groß. Irre. Einfach nur irre. Ah, da unten ist noch Redstone. Wie ich hier schon wieder durchfliege und keine Fackeln brauche und du so alle 2 Meter so eine Fackel platzierst. Ja. Finde ich auch. Hast du das Bild gesehen, wie hell es bei Ja, mir ist? ich habe es gesehen. Ich hatte gestern Ist aber schon. auch mal eine Zimmerlicht hell an und ich habe mal auch mal probiert, mal mein Zimmerlicht dunkel zu machen, dass mein Raum auch dunkel ist. Und zu gucken. Oh ja. Und da zu gucken, wie viel ich wirklich sehen kann. Wenn mein Raum hell ist, dann sehe ich schon auch weniger. Und es geht dann ein bisschen mehr als nur 2 Blöcke. Wenn dann die Blöcke noch heller sind, dann kann man die auch noch relativ erkennen. Aber wenn die dann dunkler sind, dann ist es schwieriger. Ich kann noch 2 Bücher bauen. Also ich glaube, von den Pets, die von den. Warte mal, da war ich gerade. Da ist schon eine Fackel. Also von den Bilderrahmen, also die werden wir wahrscheinlich alles schnell gut locker hinkriegen. Weil
weil wir haben ja genug Leder. Ohne Ende. Oh, ist noch Ja. Eisen. Ich bringe mich jetzt erstmal um. Natürlich Rüstung. Erstmal Rüstung natürlich ausgezogen. Die mir nicht Alter, verbrennt. was ist denn hier los? Geht's da erst nach unten? Der Wasserfluss danach, das ist ein bisschen. Wir brauchen halt sehr viele Diamanten, als ob. Hier ist jetzt noch mal ein Enderman am Tag. Und er greift mich sogar an, wie geil. Gut. Ach, da oben auch noch eins. Weltplünderung 3 droppt er trotzdem nichts, also. Hier ist einer. Wir sollten uns halt ein paar Händler raussuchen, die wir hochtraden, damit Also ich hab, dass wir wenn uns einmal auch. durchs Dorf läufst, da sind schon ein paar Leute, die von Haus aus gute Bücher anbieten. Glück, Dorn habe ich, Dorn 2 habe ich eingesehen. Da brauchst du zwei Bücher kaufen, kombinieren hast du Dorn 3, habe ich auch gemacht. Kraft habe ich auch einen mit 4 gesehen, glaube ich, irgendwo der rumläuft. Wasseraffinität habe ich auch gesehen für den Helm, so der Wasserschale abbauen kannst. Habe ich auch einen gesehen, der da rumläuft. Also ich habe auch sehr viele Bewohner rumlaufen und ich denke mir, da ist noch viel dabei. Ich habe mir nicht alle angeguckt, also was die jetzt wirklich alle anbieten. Ist auf jeden Fall, denke ich mal. Ja, und dann halt noch ein paar hochdrehen, ja, wie gesagt hast. Platz, ja. Dann baue ich mal Bedrock Obsidian ab. Oder Slava drunter. Ui. Das ist okay, dann lass ich es lieber. Wenn da drunter komplett als Slava ist. Hier ist ein kompletter riesen Lavasee. Lol, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt 8 Enderperlen. Okay. Also ich würde sagen, brauchen so etwa 20 Stück. Kraften braucht man ja auch einige, ne? Und also Portal hat ja 3, 6 mal 12. Und weil ja welche auf dem Weg hingehen können, können ja. Oh, das könnte lange dauern, bis wir das Endportal. Stimmt, das Endportal braucht man ja auch, um das reinzutun. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, das zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Man muss ja nur eine Festung haben, dann kriegst du die Lohn ja, ohne Ende. Also diese Deshalb Lohnsteuer. gehe ich jetzt auch zum Portal. Ja, und ich
Aber vorher brauche ich mal einen Amboss. Ich weiß gerade nicht. Hast du schon einen Amboss irgendwo? Was machst du? Einen Amboss, Amboss, hast ja, du? die hast du bei meinen Nicht Kissen Bambus. irgendwo. Nicht Bambus, sondern Amboss. Achso, hier, ja, ich habe welche. Alles klar. Mir in der Ecke, wo die Kisten sind. Ja, ich repariere noch kurz mein Plünderungsschwert. Du musst oben gucken, ob in den Zauberbuchbereich oben im Haus. Da habe ich eine ganze Ich hab. zwei Kisten voller Zauberbücher. Ich hab schon welche, alles gut. So viel, die Höhle, die ist so vielfältig. Wahnsinn. Ich habe jetzt mal relativ guten Dings, relativ guten Helm mit Dorn 2 und Atmung 2. Jetzt mache ich mal Dings, Schuhe mit Federfall 4. Ah, habe ich genügend Level. Shit. Das ist natürlich nicht so klug. Oben im Zauberraum, da sind auch ein paar Bücher mit Glück 3 Hacke. Also mit 3, nicht Hacke, sondern Zauber Glück 3. Da ist da nur 2 drauf bei dir. Du hast doch schon die Hacke, ne? Ja klar. Ja, gut. Nee, am besten müssen wir echt mal das ganze Dorf ablaufen und gucken, ob wir da einen finden, der Reparaturbuch verkauft, weil das ist das A und Wie O. willst du sagen? Weil sonst geht die Hacke kaputt und dann kannst du nichts mehr machen. Ich meine, okay, man kann die mit Dias reparieren, aber ist das auch nicht so das Beste. Ja, ich suche gerade, ich weiß gerade nicht. Ich hatte mal eine Truhe bei dir gefunden. Da waren ganz viele Angeln drin. Das stimmt. Da habe ich sogar schon ein paar Angeln fertig gekraftet, dass die auch komplett voll sind. Da kannst du dir auch eine rausnehmen. Ja, ich hab eine Angel mit Reparatur. Hast du mal geangelt? Ja, ich habe eine Angel, wo alle Werte drauf sind, dass du nur Maximum angeln kannst. Habe ich zwei Stück fertig gekraft. Aber ich hatte so viele Angeln geangelt und die waren alle verschieden verzaubert. Ich hatte noch XP über. Dann habe ich mal die besten Angeln Lol, geht die zusammengekraftet. Farm hier unten an? Also das mit den Dings, mit den, Alter. Mit den hier unten deiner. Warum funktioniert richtig krass gerade? Ist richtig unnormal. Ach so, wo du gestern weg warst, ne? Kurz nachdem du weg warst, habe ich dann mein Minecraft auch nochmal neu gestartet, weil ich dann neu geladen hatte. Und dann habe ich mich dann später gewundert, wo ich dann bei dem Kaktusfarm vorbeikomme, dass alle Öfen aus waren. Hast du da irgendwas gemacht gehabt, bevor du weg bist? Gar nicht. Weil, ich kann ja sagen, nachdem ich Minecraft neu geladen hatte, waren alle Minecarts weg gewesen. Nö, da hatte ich nichts so weit gemacht. Bei der Bambusfarm war kein einziger Minecart mehr drin. Waren alle weg gewesen. Deswegen gingen die Öfen nicht, weil kein Bambusnachschub mehr kam. Und da habe ich mich natürlich bei den anderen bei der Bewohnerfarm geguckt, wo die Bauern sind. Und da waren ja auch 4 Minecarts drunter. Und von den 4 Minecarts war auch eine weg. Ja, aber da hatte ich soweit hatte ich eigentlich nichts gemacht. Ja, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich frage nicht, ob du da irgendwas mitbekommen hast oder so. Weil Nö, nö, das ist also schon mehr als hatte. merkwürdig, dass dann, wenn ich Was neu ist starte, los? die Minecarts alle weg sind. Also, ich habe das schon öfter mal gehabt. Das hat mit dir nichts zu tun. Einfach nur Bugs von Minecraft. Oh, ich habe hier. Hast du hier schon mal noch einen anderen Spawner mal weggemacht gehabt? Ja, einen hatte ich weggemacht. Das war ein Zombie-Spawn, aber nur. Also Okay. nichts Wertvolles. Weil ich bin auch gerade da angekommen, denke ich mal. Da sind dann noch Schallplatten und alles drin in den Kisten. Ja, die hatte ich da rausgetan, weil ich die nicht mitnehmen konnte. Ja, aber dann nehme ich die jetzt mit. Ich wollte dir noch mal eine Enderkiste geben, aber ich habe glaube ich zwei
da gehabt, auch schon zwei bei mir. Und aber du hast ja keine Hacke mit Boostern, weil wenn du die damit abbaust, dann geht die kaputt. Wir können uns eigentlich auch Enderperlen traden. Ach so, Wir ja. haben hier einen, der verkauft Zombie, also Zombiefleisch, und das davon müssten wir doch massig haben. Ja, Zombiefleisch haben wir massig da. Die können wir echt einfach Wo? weggeben. Such das gerade halt noch. Du musst eigentlich theoretisch komplett innen ablaufen, die ganzen Wände, die ganze Stadtmauer von innen. Das sind überall Werkbänke und Betten und dann stoßst du nach und nach auf die alle, auf die alle Bewohner. Kann ich noch was in die Enderkiste? Ne. Doch, hier. Das sind voll. Ich habe mir jetzt einfach mal irgendwie so zwei Stacks Emeralds mitgenommen. Und Bücher brauchst du ja auch zum Handeln. Ne, mit, also mit Wenn denen du ich noch mal Zauberbücher trade. haben willst, ja, dann ja. Ja, Mann, der verkauft sogar XP-Flaschen, Digga. Ja? Okay. Ja, okay, XP haben wir jetzt mit der Farm ohne Ende. Mit der Kaktusfarm. Ja, aber. Aber halt, das Schöne ist, falls du mal welche mit unterwegs mitnimmst, kannst du so deine Sachen reparieren. Sachen reparieren mit XP-Flaschen? Wie soll das gehen? Indem du einfach die XP-Flasche auf den Boden schmeißt Ja, aber und das geht du doch gar dann. nicht. Wenn du die XP-Flasche in der Hand hast, so, dann geht die Reparatur hier auf das nächste Reparaturteil, was du anhast. Das heißt auf eine Rüstung. Auch wenn du die Rüstung ausziehst, komplett, dass du nichts an Rüstung anhast, dass da kein nichts drauf gekämpft ist. Nimm einfach mal an, deine Hacke geht kaputt. So. Sag mal so, deine Du Hacke musst ist kaputt, ja auch in der Hand oder halten. du Du willst deine Hacke musst es ja in der reparieren. Hand halten. Wenn du dann die XP-Flasche wirfst, muss sie in der Hand sein. Aber wenn du wirfst, hast du ja nicht in der Hand. Und die in die linke Hand tun geht dann nicht. Das heißt, du musst die XP-Flasche theoretisch weit wegwerfen, dass da die Perlen liegen, dann zur Axt gehen und dann kann man die reparieren eventuell. Aber anders geht's dann nicht. Ja, du musst dann halt einfach Trick 17 machen. Du musst. Jetzt können wir ja fliegen. Flieg ein paar Blöcke hoch, Ja. schmeiß die runter, und dann, wenn du auf dem Boden die hast, gell, Okay. kannst du die dann einfach dadurch easy, dann nimmst du das Item in die Hand und fliegst Ja runter und gut, dann, wo du bist. da gibt es aber trotzdem ein Problem. Das ist, die Flaschen kann man nur nicht 64, sondern nur 16, glaube ich, gehen in ein Stack rein. Das hat nämlich viel Platz weg, ne? Ja, moin, wir haben jetzt einfach 18 Enderperlen. Habe jetzt einfach Gibt auch Enderperlen. einen, der die Lohstaub verkauft oder die Lohnstäbe oder irgend sowas, keine Ahnung. Das war die. Nee, leider nicht. Das war dann halt dann da das machen können, ohne ein End zu gehen. Aber mit dem End Nee. rumlaufen würde ich schon noch gerne ein bisschen warten, bis das Update kommt irgendwie. Ja, ich bin auch bald voll. Ich angle.
Ja, beim Angeln kann man auch gut reparieren. Das heißt reparieren, ich spiele Farm, sag ich mal so. Ja, moin. Erster Fang ist direkt ein Angel. Aber du hast doch bei mir die Angeln genommen aus der Kiste, oder? Und die besten, Mensch, was du dann auch die besten Werte hast. Dass du auch die besten Sachen angelst. Ach, Digga. Ich bin zu blöd zum Angeln, Alter. Ich angel einfach eine Schüssel. Ja, nee, ist. Die Höhle ist so riesig. Ey. Ich bin immer noch ein paar Hand ansatzweise durch. Immer wenn ich denke, okay, dann kommt immer noch irgendwas anderes. Einfach nur krass. Und wieder viel Eisen. Bist du noch da? Ja. Weil bei mir ist gerade mein Minecraft abgeschmiert. Okay. Ja, komisch, ist wahrscheinlich bei mir auch eben zweimal. Aber ist mir so noch nie passiert eigentlich, dass die so abschmiert, das Minecraft. War auch eben das erste Mal, dass dann so die alle nach und nach weggehen. Das wird so cool, wenn wir dann später im End sind und dann die Schalker-Kisten haben. Das Fliegen erschert dann so dermaßen. Ja, da können wir auch einfach gegen die Schalker dagegen fliegen. Also da fliegen wir ja nicht endlos hoch. Nein, ich meinte eher, dass von Insel zu Insel kommen. Weil mit dem Rüberbauen bin ich noch nicht so gut. Also, das kann ich irgendwie noch nicht so wirklich. Dass man halt dann an die Spitze geht und dann sich nach rüber baut. Das bekomme ich noch nicht Es so gibt gut. einen ganz einfachen Trick, wie du zu easy zu einer In-City kommst, also zu diesen Dings, zu diesen, wo die Schalker da sind. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Wenn du den Energy Dragon besiegt hast, okay, musst du einfach Dings machen. Da wird dann ein kleines Portal Ja. aktiviert. Wenn du da durchgehst, Ja, Perle. also per Enderperle oder so, oder Ja. per Wasser geht ja mittlerweile auch. Dann fliegst, dann wirst du zu einer Insel teleportiert, wo meist ne, wo halt diese End-Cities meist in der Nähe sind. Digga, ich angel hier gerade in Rekordzeit. Bei mir habe ich gestern noch vorgestern schon versucht, noch zu angeln. Da war es irgendwie buggy, da kam dann gefühlt alle 20 Sekunden mal ein Fisch oder alle 30 Sekunden. Also das war echt lange, bis da kam. Kenne ich auch nicht, weil vorher war es immer relativ schnell, wo Fische kamen und dann auf einmal kamen kaum noch welche. Warte ganz kurz. Oh, warte. Ja, erzähl. Fisch. Oh, ein verzaubertes Buch. Und was dann? Dornen und Verbrennung. Ja, das gibt's öfter mal. Aber meistens gibt's dann nur Dornen 1, ne, als Buch. Ja. So, die Ecke der Höhle bin ich durch. Und ich hab noch Wie kann man nur in Minecraft so scheiße sein angeln, wenn man im Real Life angelt? Wieso? Ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis ich das hinbekommen habe. Aber da habe ich ja gemerkt, wenn die Blasen schon dahin gehen, bevor es runtergeht, habe ich schon manchmal eingezogen. Und das klappt auch. Man muss gar nicht warten, bis der abtaucht. Was?
ist das ein bisschen schwerer, weil das ist ja ein bisschen verzögert. Jo, hier nochmal die Höhle suchen nach Eisen. Jetzt zieht sich das langsam mit dem Eisen. Also jetzt haben wir halt in der ganzen Gegend schon das ganze Eisen rausgezogen. Müssen Ich wir halt finde immer noch in der Höhle, wo wir eben waren, total viel Eisen. wie viel Eisen hast du gerade aktuell? Ich habe schon einen Stack, habe ich weggemacht. Ich bin komplett voll mit meinem Inventar. Ich müsste richtig alles leer machen, um mal weiterfahren zu können. Und glaube ich in so einer Nachbarhöhle von dir. Ja, genau. Kann man, nee, kann man. Warum Nachbarhöhle? Was? Ja, ich bin nicht in deiner Höhle, ich bin in einer anderen. Hast du dich nicht zu mir teleportiert? Nee. Nee, ich bin selbst dran. Och, ne Hexe, die mich jetzt gerade vergiftet hat. Echt jetzt. Ach, Jo, Spinne greift Hexe an, weil. oh, wir sind jetzt hier unter Wasser. Ich mach mal schnell das Loch wieder zu. Okay, da war das Meer. Ich habe Schwäche einfach jetzt bekommen. Danke schon dafür, dumme Hexe. Okay. Also du bist jetzt zwar durch, aber das sind noch viele Stellen, wo noch nichts war. Oh, ein Zombie. Ja, Skelett und moin. ich habe ein halbes Herz. Wurde Unangenehm. erschossen. Oh. Da teleportiere ich mal zu mir, dann kann ich mal weg, die Sachen wegbringen und dann wieder zu dir kommen. Ja, ich muss auch erstmal kurz mein Inventar leeren. Ich habe so viel Müll drin, ne, Weil ich bin teilweise. komplett voll. Jo, warte. Dann bleib auch hier stehen, ne, wo ich gerade bin. Da hinten sind viele Gegner, also vor mir, wo leer ist, also wo noch dunkel ist. Das Spinnen und Zombies und alles, was da laufen rum. Okay, dann gehe ich mal. Spinne greift mich direkt an. Ja, ich frage mich gerade, wie ich mich töten soll. Lava ist die Mach Kraft. einfach. Warte. Ich mach's einfach ganz easy. Wie? Warte. Kill? Achso, mit dem Killbefehl. Nein, ich war schon. Okay, gut. Ja, dann gehe ich mal zu meinen Kisten. Mach dann, sortiere da mal alles ein und dann komme ich wieder zu dir. Ich habe halt 19 Kisten bei mir. Okay, ich mache auch mal ein paar Kisten hier hin. Paar neue sortieren können wir ja gleich. Ich sehe schon kommen, wenn wir. Oh Gott, Skelett. Ich sehe schon kommen, wenn wir dann ja Dings. Wenn Sortiermaschine wir bauen, ist die. die auch schon voll. Nee, nee. Nee, nee, ich meine, wenn wir dann Dings bauen. Wenn wir dann das Endportal suchen, gell, dass wir dann irgendwie zu 6.000, 7.000 Blöcke laufen müssen. Gar kein Bock. Das könnte passieren. Ich könnte per Befehl rauskriegen, wo das ist, dass wir dann direkt hinfliegen, aber das nimmt ja dann den Spielspaß. Nee, das wäre blöd. Man sollte schon selber suchen. Naja, alles gut. Bisschen das End erkunden. Deswegen bin ich da so gespannt drauf, dass das neue Update kommt, weil da macht das Erkunden auch wieder Spaß, weil da gibt es wieder so viele neue Sachen. Und das ist dann. Ja, Updates machen allgemein zurzeit ziemlich viel Spaß. Also, weil die ja ziemlich viel und ziemlich viel Neues rausbringen. Zeit. Baby Villager Zombie. In den Ofen kann man nur Gold und Dings reinmachen, ne? Und Eisenerz und Kohle, ne? Mehr nicht, oder? Du Zum meinst Brennen. jetzt in so einem Also Redstone geht da Schmelzofen? nicht rein und lad nix. Zum Schmelzen. Nee. Okay. Kripper! Digga, meine Katze nervt gerade dezent. Sag, wenn du wenn ich dich teleportieren kann. Ja, warte, es dauert nicht lang. Ich bin fast fertig.
Ich muss nur noch die Sachen jetzt in den Ofen rein tun zum Brennen, die ich noch hier habe. Ich habe ungefähr, warte mal, ich guck noch mal gerade. Ich habe ein Stack, zwei Stacks, zweieinhalb Steckeisen habe ich hier. Das ist geil. Warte mal, ich baue Ich mal. habe mal auch, ich habe heute mal ein bisschen gerechnet. Jo, also wir brauchen, wenn wir pro Item nur 8 benutzen, gell? Also 8 Hopper Wir brauchen pro noch mehr wie Item. 8, glaube ich, denke ich mal. Aber egal, erzähl. Also warte mal. Wir brauchen 1, 2, 3 und dann könnten wir 5 Doppelkisten nach unten hin die Items Ja, machen. aber bei So. Zugreifen können wir auf 8 Kisten von unten, wenn man steht. 7, Ja, okay, dann. 7 oder 8. Also ich wollte dann schon vielleicht 10 Kisten hoch machen, weil gerade Steine, die werden ja richtig voll, ne? Also nur 1, 2, Ja. 3, 4, 5, 6, 7 Kisten Kann kann ich man. dich teleportieren? Ja, ich bin gerade vor den Kisten bei den Farmern und gewesen. Ach so, du hast jetzt gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, ja. Die waren auf maximaler Höhe und da kann man halt 7 Stück machen. Also dann 7 vom Boden aus kann man bedienen. Und Mein Digga. Wenn ich jetzt noch mehr Dias finde, dann lache ich mich kaputt. ja, das wäre praktisch. Weil mit Dias kann Weil man wir haben ja, kannst mit Dias kannst du nie ja auch genug haben. nur, mit Dias kannst du ja auch nur dürftig deine Sachen reparieren, bis du dann die Reparaturbücher hast. Ja, weil ich habe jetzt aktuell, glaube ich, 24 oder nee. 22 Dias noch. Egal, ist die. Ach so, bist du wieder in der Höhle? Ja, dann mache ich mich da weg. Tschüss. Oh, Zombie. Aber der geht schnell weg. Aber Priester handeln auch mit Zombie-Fleisch. Fällt mir gerade so an. Ja, dadurch habe ich mir die Enderperlen gekauft, durch die, wenn du die Ach ein bisschen so, okay, stimmt. hochsteigerst. Ja, dieses Höhlensystem ist ja fast unendlich hier. Ist ja echt irre. Ist schon ziemlich gut, ja. So krass. Oh, jetzt ist das meiste Kies von oben runtergefahren. Und der Göttchen Kies so nervig. Kies ist so Aber überflüssig. da, weil die haben viel Gold freigelegt, sehe ich gerade. Das ist auch praktisch. Ups. Oh, jetzt wäre ich beinahe in Lava reingefallen. Wäre ich da einen Schritt nach vorne gegangen, da wäre ich sowas vorweg gewesen. Eine Schlucht mit nur Lava unten. Oh. Ach, das Beste. Ja, hier. Ist auch wieder so eine riesige Höhle, Digga. Ist auch wieder ein Spawner, so ein Skelett-Spawner. Den baue ich ab, bei dem braucht man nicht. Aber kannst du auch einfach einen Fackel tun, dann ist er deaktiviert. Ja, aber brauchen Wenn wir den vom Prinzip her anderer nicht. Spieler mal benutzen würde oder so, dann kann er die Fackel Wir haben wegmachen. ja da. Wir haben ja unten bei. Bei unserem Ding haben wir ja noch einen. Bei unserem Lager direkt. Okay, da an der Ecke habe ich glaube ich auch was gesehen. Ne. Du hast wenigstens eine schöne Höhe für die, als ich lungere ja hier oben, so weit oben rum. Oh. Ich war ja heute bei meinem Vater. Und? Okay. Hat Spaß gemacht bei ihm? Sehr witzig. Nee, macht's nie. Wir saßen halt die ganze Zeit nur rum. Ja, baut zurzeit seine Küche um. Und wir saßen einfach nur da und haben uns gelangweilt. So, ich hab. Macht ihr nichts zusammen? Was Unternehmen irgendwie raus oder keine Ahnung. Nee, macht er eben nicht. Hat er So, keine und Hobbys? ein.
Er hat halt keine Zeit oder so heute gerade, weil er musste halt seine Küche neu renovieren. Gell? Und weißt du, was der Witz dabei war? Ich frag so, ob ich Internet haben kann, um mit dir zu spielen, gell? Weil mir war ja langweilig. Also, ja, du kannst doch nicht nur die ganze Zeit rumzocken. Ich so, ja, ich zock halt rum, weil mir langweilig ist. Ja, was Und er sonst? dann so, ja, dir ist langweilig. Wie kann das denn sein? Und ich hab schon wieder die aus. Cool. Bin so, ja, aber es war halt übelst scheiße bei meinem Vater heute. Also ich habe echt gerade gar keinen Bock Dann mehr. musst du ihn nerven, bis er dir dann sagt, okay, dann ja hast du. Oder wir machen was anderes. Schön wär's, wenn es funktionieren würde. Au, 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 au. Ist er so relaxed, dass er sagt, nerv Nochmal weiter. die aus. Ist das? Yo, ich hab grad eine ganze Wand mit Kies gezogen. Nochmal die aus. Ich finde hier gerade die aus. Wie. Genauso viel wie wenn ich mir richtig viel. Ich finde gerade sehr viel Eisen. Eisen. Das ist ja schön. Digga, Kies bringt mich um, Alter. Kies Ja, bringt mich, bei mir ist auch Motherfucking. gerade wieder eine Menge Kies auf mich gefallen. Nee, nee, gell, ich bin so im Flieg-Modus. Baue so Dias ab, gell. Ja. Kies fällt auf mich drauf. Dadurch kann ich nicht mehr fliegen. Und landet dann natürlich in der Lava. Und weißt du, was der Witz dabei war? Ich habe jetzt nochmal 18 Dias. Ich habe mehr. Ich habe 17 Eisen und ich habe 18 Dias. Boah, du hast das Glück, Hacke 2, ne? Oder 3 oder noch was? Ja. Zwei. 2 oder 3? Zwei. Ja, dann nimm mir doch das Zauberbuch, was ich habe oben im Zauberraum. Dann hast du Glück, Hacke 3. Macht dann mehr Sinn, dann die jetzt abzubauen. Oh, ich sterbe eh gleich. So, zack. Von Erfahrung musst du das genug haben durch die Erze. Ja, 19 halt nur. Das reicht Halt. doch. Um, aber ich Ja, mein, ich guck grad. Ich suche gerade halt und Dings. da sind auch Endermans erstmal. und da ist auch ein Behutsamkeit. Haben wir auch als Zauberbücher da, glaube ich. Der kannst du ja auch eine Behutsamkeit-Tage machen. Ja, genügend. Das haben wir. Ja, genau, meine ich ja. Immer genug die erste, dann macht ihr noch eine Behutsamkeit-Tage. Dann hast du beides da, Behutsamkeit und Glück. Und dann kannst du auch so, dann kannst du dann nur Und dann die, noch. dann könntest du mit Behutsamkeit, könntest du dann die Dias abbauen und dann später bei Bedarf, weil wenn du dann pro Block mehr abbaust, dann ist dein Inventar ja wieder voll. Kennst du das so? Du willst dir so eine Dia-Spitzhacke machen, dein Lager ist übelst weit weg und dir fehlt dann Holz. Bei mir unten sind Sticks drin in der Kiste. Ich habe eine Holzkiste, wo auch Sticks drin sind. Ja, hatte ich mir jetzt gerade daher geholt, aber es wäre lustig geworden. So. Digga, ich krieg die ganze Zeit Nachrichten, Digga. Meine Klassengruppe nervt mich mal wieder. Dezent. Spielen die kein Minecraft? Doch, aber die haben halt einfach gerade, die diskutieren gerade wegen dem Vertretungsplan, Digga. Na, ich Die meinte nur, finden. wenn die viel labern wollen, dann können die auch hier labern bei dem, wenn die dann sowieso hier am Spielen müssen. Ja, nee, die reden halt gerade über den Vertretungsplan Ist in Lehrer der krank? Schule. Ja, unser Lieblingslehrer. Oh, ich hatte, was ist dein Lieblingslehrer? Welches Fach hat er? Also ich habe zwei nee, sogar drei tatsächlich. Okay. Sport, Mathe und Geschichte. Okay, bei mir war es auch Sport und Mathe. Sport ist immer geil und Mathe, wenn man es versteht halt. Ja. Ich habe eigentlich früher nie gelernt für Mathe, außer mal eine Stunde vor der Arbeit reingeguckt.
Und ja, das war's dann. Und habe dann immer meine Ich 1 bekommen. habe heute das allererste Mal in meinem kompletten Leben für eine Arbeit gelernt. Okay. Ich habe früher immer für meine Nacht, ich habe die Klassenarbeit meist immer zweimal geschrieben damals, öfter mal, weil meine Sitznachbarn hatten überhaupt keinen Plan von Mathe. Und dann habe ich dann während der, wo ich bin ja meistens mit der Klassenarbeit schon nach 20 Minuten fertig gewesen, habe dann die Zettel vertauscht, habe dann denen ihre auch noch alle geschrieben und dann wieder Zettel wieder vertauscht, ich meine wieder hatte. Und dann hab ich denen gesagt, ja, schreib ab, baue ein paar kleine Fehler ein, weil ohne Fehler glaubt der Lehrer dir das nicht. Ne? Ja, die waren mir dann auch mal so dankbar gewesen, dass sie dann wegen mir noch die Schule geschafft haben, weil die halt in Mathe so mies waren. Oder also es war wirklich mal so, wir haben eine Klassenarbeit bekommen, gell? Die ging, hatte irgendwie 3 Seiten, gell? Und ich komme so hin, gell, denke mir so, ja, mache ich halt jetzt mal easy, kleppe ich durch. Und in halt Real Talk, also meine Klassenkameraden haben irgendwie 2 Unterrichtsstunden. Wie lange habe ich gebraucht? Glaube ich so 2, 3 Minuten. Ich hatte einmal haben die bei uns in Klassenarbeit geschrieben, ohne Vorankündigung und dann in Klassenarbeit über alles, was geht, also was ein Thema war, also was das ganze Jahr mal durchgenommen wurde, so eine Überraschungsarbeit. Oh, nicht gerade. Oh, sowas fand ich immer so mies, Alter, Ja. wenn die Lehrer so Und Überraschungstests gemacht haben. das Schlimme war dann dabei, das hat mich schon selber kalt erwischt, wo ich dann auch bei Black Spa so Scheiße, was war da nochmal gewesen und so weiter. Hab dann gesagt, hab mich dann auf dem Kopf auf den Tisch gelegt, bestimmt 10 Minuten lang so getan, als ob ich schlafen würde, so in so in etwa. Und hab dann wirklich bin in mich gegangen, hab gegrübelt, das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen in meinem Kopf, was da gewesen war. Und der Lehrer dachte schon, ich mache nichts, ich penne ein oder so. Und dann. Ja, und dann habe ich halt in 10 Minuten alles durchgeackert, was die an Fragen gestellt hatten. Waren auch fertig gewesen nach 10 Minuten. Weil der Lehrer kam schon, hat mich dann geweckt, kann man so fast sagen. Angeblich, was ist los? Geht's dir nicht gut? Und so ist so, ja, doch, alles kein Problem. Ich war halt nur zu sehr überrascht von ihrer Arbeit. Ich muss gerade danach scharf nachdenken. So, ne? Dann meinte der, ach so, okay, ist gut, meinte der. Und dann war ich nach 10 Minuten auch komplett fertig gewesen, nachdem ich dann die 10 Minuten danach gedacht hatte. Und dann war das Lustigste gewesen, die ganzen Klassenkameraden haben mich alle perplex angeguckt und meinten dann so, wie, bist fertig oder so. Ich so, ja, hat gepasst bei mir. Dann haben die mich alle so angefleht, dass ich ihnen die Arbeit auch zeige, weil das war jetzt nicht nur AP sortiert, das war eine für alle gewesen. Da habe ich dann gesagt, ja, Scheiße. dann habe ich mir gedacht, so ja gut, habe ich meine Arbeit rumgerecht, hat die ganze Klasse abgeschrieben. Und dann der Letzte, der mir dann den Zettel wiedergegeben hatte, da hat der Lehrer gesehen, okay, ich habe was bekommen, hat das mir abgenommen und hat mir dann eine 6 gegeben für meine Arbeit. Weil ich ja angeblich ab. Weil ich Alle ja anderen angeblich. haben dann gut bekommen. Ja, weil ich dann angeblich abgeschrieben hätte und die anderen hatten dann 1 und 2 gehabt und manche auch 3, weil die halt nicht schnell genug abgeschrieben haben oder wie auch immer, weil die ganze Klasse wollte abschreiben. Hast du dann, wo, dann hast du dann ja auch zum Abschreiben ein paar Minuten Zeit, bis du weiterreichen musst. Das muss ich Aber so. dazu muss ich sagen, sowas ist einfach komplett ehrenvoll, wenn jemand einfach für die komplette Klasse seine Note riskiert und der da Ich habe meine und Note dann so. riskiert, die war komplett an 6, aber die ganze Klasse hat dann 1 und 2 gehabt. Selbst die Leute, die überhaupt keine Mathe können oder so. Ja gut, aber danach habe ich dann wieder nur 1 geschrieben. Da hat der Lehrer gesagt, da habe ich den Lehrer auch hinterher gesagt, wo wir alle unsere Noten hatten. Sie wissen ja schon, dass das meine Arbeit war, die alle. Ja, es hat alles schon gedacht, mal korrigieren, meinte er, aber. Er hat dann mich erwischt im letzten Moment noch, meinte er. Dann kann er nur mir die schlechte Note reindrücken und nicht den anderen, meinte er.
Ja, aber dann meinte ich ja, wie machen wir das denn jetzt, mal die 6 Lastschrift besitzen? Da meinte er, ja, okay, dann machen wir das so. Wenn ich dann die nächste Runde wieder eine 1 schreibe, dann vergisst er die eine Arbeit. Meinte. Alles. Dann habe ich dann halt dann trotzdem noch eine gute Note. Da war, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich auf mein Zeugnis so 2 hatte, wegen der 1 schlechten Note, keine 1 mehr oder so. Aber Aber so dafür. welche Lehre braucht man halt einfach im Leben, weil sonst macht Schule einfach absolut keinen Spaß, wenn man keine coolen Lehrer hat. Ja, das stimmt schon. Wir hatten einen anderen Sportlehrer, der hatte, der war auch so cool bei uns. Immer wenn da mal Vertretung war, dann hat der immer Rätsel gemacht und knifflige Sachen und so. Der Mensch hat dann auch überlegen müssen, wie man die lösen kann und so. Und Schachrätsel und andere Sachen, wo er dann sagt, in 3 Zügen muss dann alles schachmatt sein oder er sagte, schnell auf jedem Schachbrett eine Figur, die dürfen sich waagerecht und senkrecht nicht berühren, so eine Art, aber auf jeder Zeile muss eine Figur sein, so solche Aufgaben. Und der Gewinner, der es hinbekommt, der kriegt dann immer 2 oder 5 € oder was hat er gemacht gehabt, ne? Und dann halt, da hatte ich die ganze Klasse ruhig, weil alle waren am Grübeln und dann immer die Leute, die das als erstes rausbekommen haben, die rätseln. Die haben dann halt dann 2, 3, 4, 5, 6 oder irgendwie einen Geldbetrag bekommen, weil die halt die ersten waren. Und wenn das Rätsel dann Ja, gelöst. wahrscheinlich hast du immer das Geld bekommen. Ne, es waren alle mögliche Rätsel. Das war dann nicht nur Das, was die anderen mathematisch. nicht verstanden. Da waren auch so, da macht er auch Figuren und Zeichen und solche Sachen hat er überall hingemacht. Und dann hat man da halt. Dann so Formen und da muss man da was draus erkennen oder andere Sachen, also so alles Mögliche. Das hat er wirklich kunterbunt alles gemacht und das war schon manchmal echt knifflig. Oder halt zu so Pfandfragen, ne? Oder andere Sachen, so eine Art, wo man halt dann hinterher denkt: okay, Hätte ich mir denken können. ja, er stellt eine Frage, wo es keine Antwort zu gibt, so nach dem Motto, muss er halt sagen, okay, ist alles falsch, es gibt keine Antwort, dann wäre es richtig gewesen, aber alle grübeln nach der richtigen Antwort, so nach dem Motto. Ja, war cool. Und der hatte auch mal gesagt, der erste Schüler, der es schafft, mit einem Arm einen Klimmzug zu machen, der kriegt 50 € oder so. Aber Ja, wo ich auf der moin. Schule war, hat das bis dahin noch keiner geschafft gehabt. Also da war keiner, der sich dahinter geklemmt hat und hat dann das wirklich gebüffelt zu Hause, bis er dann mal den Klimmzug geschafft hat. Ich habe das auch probiert, ich war sportlich auch ziemlich gut, habe dann aber nur einen halben geschafft, keinen ganzen. Aber was ich gut Ist ja auch konnte, gut. was ich gut konnte, wo ich den Schulrekord gehalten hatte, sogar mit 100 Abstand, das war Zirkeltraining, da war ich eines der Besten drin. Oh, das feiere ich auch so stark. Weil ich mache dann immer Doppel- und Dreifachsprünge bei Seilzug, da kriegst du immer 3 Punkte und bei den Klimmzügen hast du ja auch pro Klimmzug 3 Punkte da gekriegt oder 2 oder was, keine Ahnung, wie viele immer waren. Da hast du auch viele geschafft relativ. Oder halt bei dem Bauchtrainer, wo man mit Bauchmuskeln da trainiert, da habe ich schon auch unendlich viele Punkte gemacht, weil ich so schnell die gemacht hatte, wo halt andere Leute da abpacken. Da hatte ich dann beim ersten Mal wollte der Lehrer mir das glauben, ne? Wo der Kollege von mir die Punkte gezählt hatte, da hat schon auf mal über 100, 150 Punkte mehr gehabt wie alle anderen Schüler. Da dachte der, ich werde betrügen, das wird das nicht stimmen und so weiter. Da meinte der Kollege, nee, nee, das stimmt, der hat die Punkte. Er meinte, nee, nee, das kann nicht sein, das geht niemals und so. Hat er mir dann unterstellt, ich würde betrügen und alles. Ne? Da meinte er, das nächste Mal zählt er mich persönlich, meinte er. Da meinten wir alle, okay, ist ja gut. Ne? Und dann hat er mich dann nächstes Mal persönlich selber gezählt. Dann habe ich dann noch mehr Leistung gehabt, schon nochmal 20 Punkte mehr gehabt, oder 30. Da war er dann selber perplex, dass er doch geht, so viele Punkte zu kriegen. Hat er gesagt, okay, hat er noch nie erlebt so viele Punkte, aber ja gut, ich bin dann doch nicht betrügen, hat er mir jetzt zurückgenommen, die Behauptung. Ne? Aber war schon ein bisschen Was war blöd. ein Kuh? Was war in Mathe dein Lieblingsthema? Ich hatte da keins. Ich bin damit alles Spaß gemacht.
Also, was ich halt nicht so mochte, sind halt die Textaufgaben, weißt du, wo man halt so mit dem Oh, Text. Digga, das war so nervig, um rauszukriegen, welcher Term das jetzt ist. Wenn du den Term dann rauskriegen musst. Was ich auch nicht so genau mochte, ist, wenn man jetzt eine Aufgabe bekommt, wo es keine Formel für gibt, man muss sich aus vielen anderen Formeln selber eine Formel erbauen. Das habe ich auch nicht so gerne gemacht, weil da brauchst du echt Fantasie, ne? Wie man dann was wo einsetzt an Formeln und hast drei, vier Formeln und hast eine neue Formel draus gemacht und dann hast du die Ergebnisse rausrechnen können. Das war nicht so mein Ding gewesen. Oh, ich freue mich schon voll auf die Ferien. Mein Kollege, der ist gerade online gekommen, der schreibt mir gerade über Steam. Ich habe den gerade gesagt, dass wir gerade wieder hier am Spielen sind. Dass er mal gucken, ob er antwortet, ob er dazu kommt oder ob er. Keine Ahnung. Ja, mein Kollege ist auch nicht gerade begeistert, dass du das Netzwerk-Tor gesetzt hast, dass das schon mal die Welt regeneriert wurde. Dass man da halt dann nicht gewartet hat, bis das Update kommt. Was für eine Schankreichweite hast du gehabt bei dir eingestellt? Inwiefern meinst du jetzt Chunk-Reichweite? Wie viele Chunks geladen werden, wenn du irgendwo reingehst? Also wenn du direkt reingehst, werden automatisch immer, glaube ich, 16 Chunks geladen. Bei dir oder beim. Ich habe ja meine Reichweite auf 64 eingestellt. Deswegen bin ich ja nicht schneller gegangen. Wenn ich da einmal reingehe, dann sind 64 Chunks geladen und das wäre halt viel zu viel. Warte, ich guck mal ganz kurz. Muss das kurz gucken, wo das steht. Wann wolltest du nochmal aufgehen? Weil mein Kollege fragt wegen einem anderen Spiel, wollte vielleicht das andere Spiel noch mal ein bisschen spielen. Ich hatte so gegen 21, 22 Uhr so gedacht. 21, 22, okay, schreibe ich dann. Ich habe auf 8 Chunks runtergestellt. Also dürfte da kein großer Bereich bis wegen dem neuen Update sein. Okay, ich habe ihm gesagt, der Kollege meinte, er könnte da bis 12 Uhr nachts Zeit. Und, na gut, da kann man ja hinterher noch spielen. Machen wir halt ihn noch weiter und dann. Ja, also ich. Okay, gut. Digga. Passt schon. Naja, er hat jetzt gerade keine Lust auf Minecraft, aber er meinte, er wollte das andere Spiel nochmal weitermachen. Und das ist auch gut, passt. Wie heißt das eigentlich? CK nennen wir es alle. Aber das kann, da gibt es dann schon für Handy, ne? Das gibt es nur für PC umsonst. Da kennen die Leute Ja, auch. nee, ich wollte einfach mal fragen. Also ich habe mal ein Spiel auf dem PC gespielt. Also wenn man sich für so eine Spielweise interessiert, macht das eigentlich übel Spaß. Okay. Da hast du zum Beispiel, du kannst halt irgendein Land auswählen, welches du nimmst, Ja. startest halt im Mittelalter und musst halt deine eigene, also nicht die Stadt, sondern eher so mit Mauern, Festungen und sowas bauen. Ja, bei Ja. mir, bei uns beim Spiel kann man ja, glaube ich, auch wählen, ab wann man loslegen will. Wir sind gerade bei 17. 780 sind wir, glaube ich, gerade vom Jahrgang her. Oh, ich habe no noch mal einen neuen Minenschacht gefunden. Ah, cool.
Ich habe eine Höhle, die wird immer länger, immer länger. Ich laufe schon ewig hier rum und die wird immer größer, immer größer. Echt. Und hat Also, kein Ende. ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, weil in der Mitte, gerade wo ich bin, sind acht Verzweigungen auf verschiedenen Höhen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Oh Mann. Ich würde sagen, läuft bei dir. Ja. Und da kommt da wieder ein Creeper. Oh, der hat explodiert. War nicht schnell genug. Mal gucken. Ja, meine Rüstung. Ja, geht so. Das finde ich auch wieder gut mit den Fackeln, weißt du? Weil wenn man viele Fackeln setzt, dann weiß man schon, wo man überall war und dann, wo noch mal noch nicht war. Und dann weißt du genau, ups, da war Kies. Dann weißt du genau, wo lang du laufen musst, was du machen musst. Das finde ich auch sehr vorteilhaft. Das schon wieder. Der Oh. Diamanten. Hier sind gerade sehr viele bestimmten Spawner in der Nähe irgendwo. Ups. Jetzt Ja, kommen die alle ich auf hab mich zu. grad. Ich habe gerade Diamanten gefunden. Gut. Ich hab's heute mit meinen Diamanten, Digga. Ja, Ich finde ich hier finde Dias im einen viel. Überfluss. Oh, shit. Beide Hände sind gerade übelst eingeschlafen. Ja, das verrenkt man sich von seinem Bett oder wo liegt, keine Ahnung. Deswegen mag ich gerne den Computer, da muss man ja sitzen. Ich könnte das nicht da Ja. rumliegen. Schreibt mir das noch schön unter die Nase, dass ich kein PC habe. Ich könnte dir aber eventuell meinen Repeater zuschicken. Dann hast du besseres Netz. Ich habe jetzt zwei hier rumliegen. Ach ja, das wäre auf jeden Fall nice. Also, wenn du eh welche rumliegen hast, die du nicht mehr brauchst. Ja, ich bin jetzt nicht mehr auf Montage, habe schon aufgehört. Das ist ein 3-in-1 Gerät, ne? Das ist ein Repeater und ein Akkessport. Ich weiß nicht, ob du den ganzen Namen alle kennst. Das ist einmal kannst du dann wählen ein LAN-Kabel dran machen, das weiter weg ist, sage ich mal so. Da kannst du dann das zum WLAN-Signal machen. Dann hast du die Möglichkeit von da aus, wo du bist, da ein LAN-Kabel hinzubekommen und dann dass bei dir im Zimmer ein LAN-Kabel irgendwo ist und dann da den Repeater einstecken oder im Flur oder irgendwo Das damit verstärken. dann halt ein eigenes WLAN-Signal erzeugen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Hier. Weil ich kenne halt so also hier diese Repeater so, dass du einfach durch Ich kann das dir jetzt mal, WLAN das ich dann. erkläre dir jetzt mal, warum ich das frage. Guck mal hier, wenn du einen Repeater drauf tust und der das Signal nur verstärkt, ne? Einfach nur verstärkt. So, das hat dann folgenden Grund. Du hast dann, ich sag mal so, das 50-fach, sag mal einfach mal Beispiel. Du kannst 100 MB die Sekunde mit WLAN übertragen, wenn du neben dem Router bist. Das ist ja nur ein Zahlungsbeispiel, damit du das verstehst. So, wenn du dann einen Repeater hast, dann geht das mit 100 MB zum Repeater. Oh Mann. Dann geht das mit 100 MB zum Repeater und dann geht es mit 50 MB nur noch zu dir weiter, weil du musst das ja so sehen. Du fragst die Anfrage zum Repeater und der Repeater fragt die Anfrage weiter zu der Fritzbox. Nenne ich jetzt mal egal. Ich denke mal, ihr habt auch eine Fritzbox. So, wenn du dann das Signal, dann wird das Signal auf dem Weg halbiert. Dann hast du nur die Hälfte der Leistung.
die du eigentlich im Internet sonst hattest. So, wenn du jetzt natürlich von der Fritzbox das LAN-Kabel nimmst und das, also das LAN-Kabel ist eine Direktverbindung zu deiner Fritzbox. Also das heißt ohne Verluste, ohne alles. So, das geht da in der Verbindung mit 1000 Fachbits, sage ich mal so. Bei Gigabit-LAN ist eigentlich Standard, kann man so sagen. So, wenn du dann deine 1000-Fachbit-Leitung hast und dann bei dir also den Repeater, den ich habe, da kann man auch unten das WLAN, das LAN-Kabel einstecken und da macht er ein eigenes WLAN-Netz ohne Umwege. Das heißt, du bist direkt mit dem Kabel mit dem Router verbunden und hast dein eigenes WLAN-Netz in deinem Zimmer. Das Teil, was ich ja schicken kann, halt, ne? Und so, das nennt man Access Point. So, und dann hast du dann natürlich die 100-fach, also die komplette Geschwindigkeit, die das Internet hergibt. Und nicht jetzt irgendwie nur halbe Leistung. Das meine ich halt damit. So, und Stimmt. das ist der Unterschied vom Repeater zu einem Access Point. Und dann gibt es noch eine andere Variante, die kann man ins Gerät, glaube ich, auch. Stand zumindest bei, weil ich kann in 3 Stufen umstellen. Dann gibt es noch eine Variante, dass man den LAN-Stecker, der dann da ist, nicht in die Fritzbox einsteckt, sondern in deinen Computer einsteckt. Das heißt, wenn du dann, wenn du einen Computer hast, der kein WLAN kann, dann kannst du das LAN-Kabel vom Computer in das Modul einstecken und dann hat dein PC auch WLAN. Ah, Wenn das du, ist wenn cool. du, wenn du kein, wenn du, wenn dein PC kein WLAN hat. So, und das nennt sich AccessWire oder irgend sowas in der Art. Also das ist auch irgendwie so ein komischer Name gewesen. Das habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich habe nur Repeater ausprobiert und das mit dem LAN-Kabel direkt anstecken. Weil ich habe dann oft mal Glück gehabt, da wenn ich auf Montage war, dass dann halt in der Nähe irgendwo die Fritzbox war. Da kam dann aber das Signal nicht durch, weil die Betonwände waren und alles. Aber ich habe mir dann ein LAN-Kabel gekauft, was 15 Meter lang war oder so, und konnte das dann überall hinter die Wände oder die Fußleiste oder Gott weiß ich was, habe ich dann das Kabel verlegt, bis in mein Zimmer rein. Und dann habe ich dann oder über die Decke angetackert, was egal, es gibt ja viele Möglichkeiten, Kabel irgendwie zu verlegen in der Wohnung. Oder halt dann nur manchmal auch provisorisch auf den Boden gelegt, dann am nächsten Tag wieder weggemacht, hat das nur abends da lag. Und dann habe ich dann halt das direkt. Oh, ich bin gefangen in Kies. Shit. Oh, da kommt aber ziemlich viel von mir runter. Okay, gut. Gerade noch so gerettet. So hast du dann direkt in deinem Zimmer das beste WLAN-Signal und hast dann keine Probleme mehr mit Internet, überhaupt keine mehr. So, wenn du jetzt natürlich jetzt, ich sag mal, deine Fritzbox ist im Schlafzimmer der Eltern als Beispiel, so, und dann hast du auch die Türen zu und machst dann dein Zimmer den WLAN-Verstärker, das bringt da nichts. Du musst dann den WLAN-Verstärker, den Repeater, dann im Flur irgendwo hin tun, also vor deinem Zimmertür, das dann halt dann in der Mitte zwischen dem Router und zwischen dir, in der Mitte davon machst du den Verstärker irgendwo hin, dass er dann direkt nach gutes Signal verstärkt, weil er kann nur das verstärken, wie gut er das Signal auch bekommt. Wenn er jetzt natürlich bei dir im Zimmer rein tut, sowieso schon ein schlechtes Signal ist, dann tut er das schlechte Signal auch halbieren. Dann kriegst du noch schlechteres Internet, als wenn du direkt dran gehst. Das sind dann halt alles so Sachen, die man mit beachten muss, wenn man halt dann mit solchen Repeatern arbeitet. Deswegen habe ich mir damals Ja, auch das 15 Meter LAN-Kabel geholt, um dann halt dann direkt das beste Signal zu bekommen und dann halt dann da so auf die Art und Weise das beste Signal vom Internet bei mir im Zimmer zu haben oder im Hotelzimmer, egal wo ich dann war, gerade unterwegs. Und ja, das sind halt so alles Sachen, die musst du auch mit beachten, ne, wenn du sowas vorhast, das irgendwie zu machen. Deswegen habe ich ja gerade mal so ein bisschen versucht zu erklären. Ich hoffe, das hast du auch so verstanden. Weil Ja, also wenn du was nicht ich verstehst, kenne dann halt frag nur, halt. ja, das ist gut. Ich kenne
Repeater so, dass du halt ganz normal, also das ist halt einfach so ein Stecker, den du einfach auch in die Steckdose stecken kannst und dann halt das WLAN, was bis dahin kommt, einfach wieder verstärkt. Ja, das ist ja auch, kann er ja auch. Kann er ja das sind ja drei Stecker dran, die man verschieden einstellen kann. Und da kannst du dann auswählen, was du für einen Modus haben willst. Und dann kannst du das so machen, wie du sagst, aber wenn du das so machst, wie du das sagst, dann musst du aber von da, wo du es benutzen willst und von da, wo dein Router ist, wo das Signal herkommt, dann halt genau die Mitte gucken, wo genau die Mitte ist, und dann da das einstecken, dass er dann auch ein gutes Signal weiterleiten kann zu dir. Dann geht es auch relativ gut. Wenn das natürlich halt bei dir im Zimmer oder irgendwo, wo das Signal sowieso schon schlecht ankommt, da einsteckst, dann bringt das nichts. Dann kannst du auch ohne machen. Und ja, auf jeden Fall, das sind halt die Varianten. Oder wenn du halt die Möglichkeit hast, irgendwie ein Kabel zu legen. So ein Kabel kostet auch nicht viel Geld. Und dann kannst du das Signal auch direkt bei dir im Zimmer machen. Dann hast du natürlich das beste Internet bei dir im Zimmer, was geht. Also ohne irgendwie Störungen, Probleme und so. Weil es können auch beim Verstärken können auch Probleme entstehen. Dass er dann zweimal, dreimal nachfragen muss, weil er Pakete verloren hat. Und dann ist die Wartezeit doch noch länger, wie eigentlich gedacht, bis dann bei dir was ankommt. Das sind halt dann Ja, alles. da muss man halt dann schauen, also da muss man halt mal ein bisschen Ja, das rumexperimentieren, waren, wie das es sind halt so auch, wenn alles man ein Sachen, bisschen. dass du halt dann irgendwann mal eine Vorstellung hast, was da alles geht, worauf man achten muss und dann nicht direkt verzweifeln, wenn der erste Anlauf nicht funktioniert. Ich habe da damals auch Ja. viel herumexperimentiert, bis das funktionierte. Ja, Bisschen. aber ich Ja. wollte mir halt schon immer mal so ein Repeat, also so ein Verstärker holen oder so. Ja, es gibt auch. Kaum. Es gibt auch Leute, die Teile zu kaufen nur als Repeater, die kosten am meisten dasselbe wie andere Teile, die alles drei können. Also das ist dann fast wieder Geldverschwendung, finde ich, weil du hast da mehr Funktionen. Weil wenn man drei Sachen haben kann, kann man, muss man ja nicht nur eine Sache Ja, haben. und das, wenn das dasselbe kostet, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Aber viele Leute wissen das dann nicht, weißt du? So Leute, die nicht wissen, die gehen einfach in den Laden, sagen, ich brauche einen Verstärker, dann kriegen die halt auch nur einen Verstärker. Und der Händler freut sich, weil er für teures Geld dann nur das eine verkauft hat. Sage ich mal so ehrlich. Also, weil ich habe das Ist schon halt oft mitbekommen, wo ich dann beim Saturn war, habe dann ein bisschen selber was rumgestöbert beim Saturn. Und da kamen so Eltern rein, die wirklich ihrem Kind ein PC zum Weihnachten, Geburtstag was verschenken wollten, und wollten sich beraten lassen von den Leuten, die dann da beim Saturn sind. Und die haben dann versucht, denen natürlich die Lagerware anzudrehen. Da habe ich dann auch immer gewartet, bis die dann kurz weg waren, die Verkäufer, weil die irgendwas nachgucken wollten oder so. Also dann bin ich manchmal meistens, wenn ich das mitbekommen habe, schnell zu den Eltern gegangen, habe die dann mal richtig aufgeklärt, was sie da am besten nehmen sollten. Oder dann doch lieber nicht mal Saturn kaufen, sondern woanders einen PC kaufen, wo die dann eine doppelte Leistung für dasselbe Geld kriegen, dann weiß man ja, weil das hilft dann ihrem Kind ja auch mehr. Ne? Wenn er anfängt zu spielen und merkt dann, der PC ist zu schlecht, weil er das nicht kann, und dann haben die Eltern natürlich auch schlechte Laune, ne? Weil die hat dann das was Blödes gekauft haben für teures Geld. Der Händler freut sich, dass dann die Lagerware weg ist, ne? ist halt so. Ja, und dann habe ich die meistens aufgeklärt. Die haben ein bisschen in den 2, 3 Minuten, wo der Händler weg war, denen das schnell versucht zu erklären. Und die haben es dann auch begriffen. Dann habe ich denen auch gesagt, hier in zwei Straßen weiter ist ein PC-Fachgeschäft. Die mögen ja doch bitte dahin gehen und dann für das gleiche Geld einen doppelt so guten PC holen. Die bauen den auch da zusammen für die Leute. Und da habe ich auch schon ein paar Mal PCs gekauft. Aber jetzt der Laden auch nicht mehr da war. Vor ein paar Jahren hat er auch zu gemacht. Wegen mangelnder Kundschaft. Weil wahrscheinlich die meisten eh dann zum Saturn gelaufen sind und nicht wussten, was ich gerade dir gesagt habe. Ne? Und dann halt dann da hat den PC doch gekauft haben. Ja, auf jeden Fall habe ich einen freundlich bedankt bei mir, dass er doch so ehrlich war, dass die halt dann ihrem Kind noch was Besseres tun können, ne, kann man so sagen.
Ja, auf jeden Fall haben mich dann auch her höflich vom Händler verabschiedet und sind dann, ja, dann dahin gelaufen, wo ich ihn die hingeschickt habe. Ja, und ich denke mal, das Ergebnis kann man ja denken, ne? Dass das Kind dann hinterher wahrscheinlich doch froh war, dass die Eltern dann da einen PC gekauft haben und dann fürs gleiche Geld und doppelte gute Grafikkarte bekommen haben oder irgend sowas, damit die halt dann wirklich doch spielen können. Ja, aber das sind alles Sachen, das wissen die Laien halt nicht, ne? Die meinen, die kaufen was Gutes für teures Geld und das Kind stellt hinterher fest, sie hat den Schrott gekauft, weil das Spiel funktioniert nicht. Da sind die Eltern natürlich auch sauer. Weil die viel Geld ausbezahlt haben Jo. für nichts, ne? Weißt du was? Ich gehe jetzt auf, dass du dann mit deinem Freund spielen Ja, kannst. ne, passt schon. Wir Ja, haben nee, es. ich bin jetzt eh ein bisschen müde und will jetzt eh pennen. Okay, wenn du meinst. Können ja dann morgen ein bisschen weiter zocken. Wann bist du morgen wieder? Also ich komme wahrscheinlich erst so 20, 30 erst so online, weil aber morgen noch Fußball. Aber nee, es wäre eigentlich eine ganz geile Idee, wenn du eh einen rumliegen hast. Also ist ja echt nice. Ja, müssen wir halt deine Adresse geben, ne? Wo das Ding hin soll. Ja, da brauchst du die Postleitzahl und Ne, deine was komplette brauchst Adresse mit Name, Nachname und Adresse, Postleitzahl. Also das, was du auf den okay. Briefkopf draufschreibst, ne? Ja, schreibe ich dir. Kannst du mir flüstern bei Discord. Ja, ich schreibe es dir einfach. Das müsste ja nicht jetzt jeder deiner Streamer sehen. Lass du bei Discord reinflüstern, dann kann ich habe hier glaube ich noch ein Paket rumliegen, wo ich das einpacken kann und dann kann ich dir das rüber schicken. Hast du? Ja, ich habe ein verpacktes doch da und ein unverpacktes. Bei der verpackten ist halt Beschreibung alles bei, aber beim Unverpackten fehlt die halt, weil das halt schon glaube ich weg ist. Welches willst du denn haben? Ich meine, Beschreibung kriegt man aus dem Internet raus, ne? Denke ich mal. Also du musst ja keine, also ich würde auch das Unverpackte nehmen, da musst du ja nicht das Brandneue mehr schicken, da kannst du ja einfach das andere, also so wie es dir lieber ist. Okay, ja gut, dann mach ich das, weil der Nachbar, dem ich das andere geben wollte, der ist etwas älter und der hat es nicht so mit Technik. Dann kann der auch die Anleitung nehmen und lesen, wie es geht. Ja, eben. Wär dann für den auch besser. Ja, dann, du hast ja halt die Modellbezeichnung, müsste auch draufstehen. Und dann hast du ja die Anleitung, kannst du ja aus dem Internet sorgen, normalerweise. Wenn es nicht gehen sollte, dann können wir ja drüber schwätzen, weil ich habe das da ja noch hier liegen, da kannst du mal nachgucken in der Anleitung, was drin steht. Und ich habe dir noch eine Fackel, so. Ein Stapel Fackeln. Und ich bin, ja, fast schon. Ja, gut. Hab ich gefunden. Ja, dann sag ich erstmal ciao. Ja, war gut, dass du hier warst. Bis dann. Gut, dann tue ich mir mal die Koordinate hier aufschreiben. Gehe dann nochmal zum Sporn. Mach dann später hier weiter. 2, 7, 6, 3, 3 und 5.
Dann gehe ich jetzt mal zum Spawn. Der Spawn war teleportieren, wer ich wohin. Achso, ich da eingeben. 3, 3, 6, 4, 1, 2, 8. Gut. Jetzt kann ich die Sachen nochmal wegsortieren. Erstmal alle Erze hier rein, die ich habe. Gold, Eisen, Steinkohle, Eisen, Kohle, 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 Kohle. Mach ich mal alles hier raus, wenn es geht. Muss mein. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle. Ich brauche Fackeln. Ich will auf jeden Fall wieder neue Fackeln machen. Erstmal alles provisorisch hier rein. Und dann können wir auch das kommt hier hin. So, die Fackeln waren da. Stimmt. So, sortiere ich das mal weg und Pfeile. Okay, Bögen kommen hier ran. So. Sticks hat er alle rausgenommen. Wie es aussieht. Dann gucken wir mal, wie viele Sticks wir noch kraften können. Bevor ich noch ein paar holen muss. Von den Bäumen. Nicht viele. Sind nicht viele geworden. Ah, wenigstens etwas. Okay. Das reicht noch nicht. Kohleblock? Nee. Achso, stimmt. Man kann jetzt Kohleblöcke machen. Dann nehmen die weniger Platz weg.
Mal gucken, was hier schon fertig ist. Kohle, 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 Kohle. Ich glaube, die kann ich auch da rein tun. Da hatte ich auch einige. Die und die. Feuerstein. Ich glaube, hier war Redstone. Ja. Die Blöcke. Die mache ich da rein. Ist kein Platz. Gut. Feuerstein. Schießpulver. Feuerstein. Die mal weg. Die auch. Okay, gut. Dann mache ich den Stream mal kurz aus, stelle um und dann spielen wir ein anderes Spiel weiter. Gut, dann bis gleich.